Susi, Wikinger sind großartig, so furchterregend. Das sind sie. Zuerst lebten sie im Norden Eurasien. Heute ist das Schweden, Dänemark und Norwegen. Nach und nach besiedelten die Wikinger fast den ganzen Kontinent. Von England über Frankreich bis nach Russland. Sie machten so viele Seekampagnen. Sie waren in Island, Grönland und sogar in Afrika. Tatsächlich waren es die Wikinger, die Amerika entdeckten. 500 Jahre vor Kolumbus. Ich will das auch. Sorry, Sammy. Amerika wurde bereits entdeckt. Nein, nein. Ich meine, alles erobert. Ich werde der furchterregendste Wikinger sein. Wie diese? Susi, sei nicht albern. Wie soll ich mit diesem Aussehen Länder erobern? Hier, so möchte ich sein. Ich brauche eine echte Rüstung. Ein Helm! Warum musst du alle Länder erobern? Nun, das sollen meine Nachkommen entscheiden. Und jetzt brauche ich ein Helm. So schnell es geht! Aber Sam, ich glaube, du verstehst es nicht. Siehst du, es ist kein Hut. Es ist eine schwere Metallrüstung. Und? Genau das brauche ich. Sammy, nein. Weder eine Landeroberung noch furchterregende gehörnte Helme. Aber Susi, ich will es wirklich. Ich werde ein großartiger Krieger sein. Du wirst schon sehen. Ich hätte nie gedacht, dass meine beste Freundin gegen meine wahre Berufung ist. Sam, aber ich weiß wirklich nicht, wo ich einen solchen Helm bekommen kann. Obwohl, ich glaube, ich habe eine Idee. Juhu! Ich werde nicht der Wikinger! Hallo Leute, werdet ihr mit mir in den Kampf gehen? Schreibt mir in die Kommentare! Hallo zusammen, heute machen wir einen gehörnten Wikingerhelm. Ich kann keinen echten Helm aus Metall schmieden, aber ich habe etwas anderes vor. Bring mir viel Karton. Wird erledigt. Wir brauchen auch ein Lineal, eine Schere und einen Cutter. Leute, seid vorsichtig mit Schneidwerkzeug und bittet einen Erwachsenen, der euch damit helfen kann. Hier bin ich. Ich bin ein Erwachsener, wenn ich dir beim Basteln helfe. So erwachsen, wie du sein kannst. Wir erstellen den Helm also aus leichtem und stabilem Karton. Er wird leicht zu tragen sein, aber es wird ziemlich groß. Nun, ich bin nicht klein. Stell dir nur vor, wie viele Dinge auf mich warten. Wie viele Kontinente glaubst du, werde ich erobern? Ich weiß nicht mal, ob... Nicht weniger als 100. Was denkst du, Susi? Sammy, so viele Kontinente gibt es gar nicht. Und bitte, dein Gemurmel lenkt mich ab. Bla, bla, bla. Okay, ich lass dich arbeiten. Lass uns die Vorlage ausschneiden. Diese Art Papier hilft wirklich, perfekte Vorlagen zu machen. Wie viele Kontinente gibt es? 6. Genau wie die Anzahl der Teile für den Helm. Stellt bitte alle sicher, dass die gewählte Seite des Kartons horizontal ist. Wir werden die Vorlagen auf dem Karton nachzeichnen. Welche Kontinente gibt es? Nun, wir haben Eurasien, Nordamerika, dann Südamerika und Afrika und natürlich Australien und die Antarktis. Jetzt schneiden wir diese Teile sauber entlang der Linien aus. Schön langsam. Das sieht gut aus. Welchen sollte ich zuerst erobern? Sammy, warum musst du sie erobern? Ich weiß nicht einmal, ob der Helm dir passen wird. Weil ich ein Wikinger bin. Ich muss eine Strategie aufbauen. Nun, vielleicht solltest du mit der Antarktis beginnen. Dort gibt es süße Pinguine und weiße Bären, die du nicht bekämpfen musst. Ihr werdet Freunde werden. Fast nicht lustig. Aber es wird Geschichte geschrieben. Ich gehe die Karte studieren, über die Strategie nachdenken. Okay, Sammy. Ich schneide schon mal alles aus. Schau, wie sauber sie sind. Leute, wohin würdet ihr gerne reisen? Welchen Kontinent möchtet ihr zuerst sehen? Schreibt in die Kommentare. Jetzt müssen wir den Cutter entlang der gewellten Teile der Pappe laufen lassen. Wir sollten nicht durch die Pappe gehen, nur die obere Schicht, okay? Jetzt biegen wir den Karton, um die Helmteile flexibler zu machen. So. Schau, das ist mein Boot für Seekämpfe. Also willst du alle erobern? Nun, ich bereite mich vor. Wie läuft es mit dem Helm? Wir werden ihn jetzt kleben. Trag etwas Kleber auf die Seiten eines Teils auf. Ganz vorsichtig. Und platziere den anderen Teil drauf. Drück sie dann gut, um sicherzustellen, dass sie halten. Susi, lass mich helfen. Danke, Schätzchen. Und weiter.
Puh, ich glaube, ich bin fertig. Schau, wie toll er ist. Er ist fertig. Zeit zu gehen. Warte, Sam. Lass uns noch ein paar Details hinzufügen, um ihn schöner zu machen. Schönheit ist das Letzte, worüber sich ein Krieger Sorgen macht. Aber du bist nicht nur ein Krieger, Sammy. Ich bin mir sicher, dass du ein echter Anführer sein wirst. Oh, stimmt. Eine sehr wichtige Rolle. Schneiden wir also einen 2 cm breiten Streifen aus der Wellpappe aus. Leg das mal zur Seite, Sam. Das hilft mir beim Trainieren. Ha. Ha. Sei nur vorsichtig. Wir messen und schneiden 2 weitere sehr dünne Streifen, etwa 1,5 cm breit. Schneid sie vorsichtig ab, halte den Finger geschützt und versuch sie so ordentlich wie möglich zu halten, denn sie werden Dekorationen sein. Toll, jetzt haben wir diese 2 Streifen. Jetzt kleben wir einen breiten Streifen an die Unterseite des Helms und wickeln ihn herum. Trag etwas Kleber auf den gesamten Helm auf und kleb unseren Streifen ab. Hier. Und schneide den Rest dann ab. Susi, wohin kommen diese Streifen? Das siehst du gleich. Wir kleben sie an die Ränder des breiten Streifens. Schau, die Streifen sollten so ineinander passen. So, sieht es mit der Dekoration nicht toll aus? Es ist toll, ja, aber etwas stimmt nicht. Susi, was ist mit den Hörnern? Und sonst scheint nichts falsch? Was? Die Größe zum Beispiel? Nichts falsch daran. Gut, Sam, lass uns die Hörner machen. Bring mir etwas mehr Karton. Oh, alles für diese Hörner. Ich frage mich wirklich, wie Sam diesen Helm tragen soll. Hier ist das Stück, das du vorbereitet hast. Ich hoffe, die Hörner werden sehr lang sein. Danke, Sam. Wir brauchen viele Streifen. Sie haben unterschiedliche Länge, aber dieselbe Größe. 3 cm. Jetzt nehmen wir ein kleines Stück und rollen es zu einem Rohr. Und sichern es dann mit Heißkleber. So. Dann nehme ich ein längeres Stück und wickle es um das erste. Versichert euch, dass das erste Stück so hervorsteht. Gebt dann die Ebenen hinzu. Und hier kommt ein interessanter Teil. Wir müssen dieses Stück schräg anbringen. Schau. Und dieses Stück mit Heißkleber sichern. Trag ausreichend Kleber auf. Es sollte wirklich gut halten. Jetzt müssen wir das Horn auf die gleiche Weise bauen. Zuerst machen wir die Ringe und befestigen sie mit heißem Kleber schräg an den vorherigen. Es ist ein tolles Horn, aber es ist etwa 3-mal so groß wie Sam. Es ist genau die richtige Größe. Wo ist der Ring da? Leute, habt ihr den Kanal schon abonniert? Klickt auf den Button, um keine Bastelei zu verpassen. Und habt viel Spaß mit uns. Sammy, bist du hier? Die Hörner sind fertig. Lass uns sie anbringen. Oh ja! Nicht mehr lange und ich werde der furchterregendste Wikingerführer. Lasst uns auf der gesamten Hornbasis Punkte aus Kleber auftragen. Und 3, 5. Das sollte ausreichen. Und jetzt drück das Horn auf den Helm. Das Horn hält, aber befestige einen weiteren Ring um die Basis, um diese Lücke zu schließen. Vorsichtig, schön langsam. Schau, jetzt ist es viel besser. Dasselbe müssen wir mit dem zweiten Horn tun. Es gibt nicht nur einen Weg, die Hörner anzubringen. Nutz deine Fantasie und kreier den Helm nach deinen Wünschen. Das macht Spaß, oder? Der Bastelei deine eigene Note hinzufügen. Sam, schau es dir an. Hervorragend. Wunderbar. Setz ihn mir auf. Aber Sam, siehst du nicht? Es ist etwas groß für dich. Egal. Das hindert mich nicht daran, neue Gebiete zu erobern. Zieh ihn auf! Alles klar, Sammy. Dein Wort ist ein Befehl. Wie ist deine Stimmung? Nun, es ist gut. Gut. Gut? Du kannst darin leben wie in einem Zelt. Was schlägst du vor? Wir haben ihn nicht umsonst kreiert. Ich schlag vor, jemanden zu finden, dem er passt. Und dieser jemand steht dann unter deinem Befehl. Du bist auch ohne Rüstung furchterregend. Oh, ja. Kameraden, tapfere Krieger. Ich komme!
Also, meine treuen Kameraden, wer wird mit mir in einen Kampf ziehen? Vielleicht du. Oder du. Was ist los? Dann du. Nein, etwas stimmt noch nicht. Ich bin so müde. Dieser Helm hat viel mehr Zeit und Energie gebraucht, als ich dachte. Ich kann mich endlich ausruhen. Was? Keks? Juhu! Susi, schau dir meinen tapferen Keksmops an. Ihr Name ist Valkyrie. Und zusammen werden wir die ganze Welt erobern. Folgt mir, Valkyrie! Komm schon! Sicher, dass das funktionieren wird, Sam? Keks? Keks, was machst du? Ich glaube nicht, dass sie eine Valkyrie sein möchte. Ups, da geht der Helm. Okay, Keks, du bist auch ohne Helm ein furchterregender Krieger. Naja, wir müssen improvisieren. Leute, gebt mir und meiner Valkyrie einen Daumen nach oben und tretet unserer Armee von Fans bei. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns in unseren neuen Videos. Juhu!